Dann hallo nochmal zum Nachmittagsprogramm. Ich weiß nicht, warum jetzt mein Ding immer automatisch weiterspringt, keine Ahnung. Aber ich würde heute gerne was zu Open Data im bayerischen Tourismus erzählen. Kurze Vorstellung am Anfang, dann habe ich zwei Blöcke. Der erste Block ist ein bisschen zur Technik, zur Infrastruktur, den werde ich aber eher kurz halten. Und dann eben der größere Block, wie kommen wir an Open Data, was fahren wir für Ansätze, Open Data Daten zusammenzuführen im bayerischen Tourismus und für was das Ganze eigentlich. Kurz zu mir, Markus Garnetz, ich bin Bereichsleiter Digitalisierung bei der Bayern Tourismus Marketing GmbH. Wir sind die Landesmarketingorganisation von Bayern. Wir sind institutionell gefördert vom Wirtschaftsministerium, arbeiten also größtenteils mit öffentlichen Geldern. Und als Landesmarketingorganisation ist der Hauptauftrag eigentlich, sage ich mal, das Land Bayern als Urlaubsland zu bewerben. Und war in der Vergangenheit eigentlich mit klassischem Marketing verbunden, letzte Zeit natürlich für Online-Marketing etc., mit Print aber natürlich auch etc. Und man hat jetzt gemerkt, dass der digitale Bereich immer wichtiger wird, insbesondere eben auch das Thema Daten. Und darum gibt es eben seit Mai 2021 die Kompetenzstelle Digitalisierung der Bayern Tourismus Marketing. Wir sitzen in Neukirchen im Bayerischen Wald in der Nähe von Passau und unterstützen einfach unsere Partner im Tourismus, die Destinationen, die Leistungsträger eben bei digitalen Themen, insbesondere jetzt aktuell das Thema Open Data. Also Bayern Cloud Tourismus ist so das größte Projekt, das wir aktuell umsetzen. Daneben betreuen wir zum Beispiel den Ausflugsticker Bayern, Bilddatenbank für Bayern, wo wir jetzt eben auch immer mehr verstärkt schauen, das Richtung Open Data zu bringen, die ganze Geschichte. Und arbeiten da eben, wie gesagt, eng mit dem Wirtschaftsministerium zusammen und haben eben als eines unserer Kernprojekte die Bayern Cloud Tourismus. Worum geht es jetzt bei der Bayern Cloud? Die Bayern Cloud Tourismus soll ja zentrale Datendrehscheibe für alle touristisch relevanten Daten in Bayern werden. Also hier ist einmal so eine Auflistung. Also es geht um Sehenswürdigkeiten, POIs, Museen, Touren, Unterkünfte, Gastronomie, aber dann auch Echtzeitdaten und daraus resultieren zukünftig Prognosen. Eben großes Thema Besucherlenkung, sage ich jetzt einmal, ist insbesondere während Corona immer stärker in Fokus geraten ist, sage ich mal, so gerade im oberbayerischen Raum, so der Münchner Tagestourismus, der ja an vielen Stellen zu Überlastungen geführt hat etc. Wie kann man dem Gast, aber natürlich auch immer dem Einheimischen, die Informationen da zur Verfügung stellen, die er braucht im Endeffekt. Wir konzentrieren uns da eben auf Open Data, wie es im Buche steht, in Anführungszeichen, mit den vier Dimensionen im Endeffekt, mit den entsprechenden Lizenzen, orientieren uns schemamäßig an schema.org bzw. ODTA, Open Data Tourism Alliance. Das ist eine Vereinigung, die sich bemüht, den schema.org Standard um touristisch relevante Objekte und Attribute zu erweitern und das dann auch dem Standard zuzuführen. Und grafisch nochmal gesehen, sage ich mal, was ist das Ziel des Ganzen? Das Ziel des Ganzen ist, die Informationen, die der Gast für einen Ausflug oder für ein Urlaubserlebnis braucht, im Endeffekt idealerweise zentral, einheitlich strukturiert zur Verfügung zu stellen. Das heißt, geht los bei der Anreise, wie kann ich mit dem ÖPNV anreisen, wenn ich mit dem Auto anreise, ist der Parkplatz vielleicht schon voll, habe ich vielleicht Echtzeitdaten von der Parkplatzauslastung, fahrt die Bergbahn halt überhaupt, hat die Hütte geöffnet, ist der Wanderweg begehbar oder gesperrt etc. Also einfach wirklich das, was man sich aktuell unter Umständen auf 5 bis 10 verschiedene Webseiten von der Destination, vom Bergbahnbetreiber oder sonstigen zusammensuchen muss, einfach zentral zur Verfügung zu stellen. Ganz kurz noch, wie wir das Ganze umsetzen, nicht nur Open Data, sondern auch Open Source, soweit wie möglich. Ist ja eingangs schon gesagt worden, wir folgen gerade im Prinzip Public Money, Public Code, nachdem wir ja hauptsächlich mit öffentlichen Geldern arbeiten, eben an der Stelle, aber eben auch, um halt entsprechenden Einfluss auf die Weiterentwicklung des Produkts zu haben.
Sando auch sehr eng in der Zusammenarbeit, machen auch gemeinsame Sprints mit unserem Dienstleister und werden jetzt immer mehr versuchen, auch Anteile der Entwicklung vielleicht im Haus selber zu machen. Grundsätzlich ist die Technik die kleinste Herausforderung an der Stelle oder eher die kleinere Herausforderung. Das Produkt an sich als solches ist einsatzbereit, ist auch schon im Einsatz. Es ist jetzt noch nicht live in dem Sinne, dass wir jetzt groß publik gehen damit, was auch an der Datenlage liegt natürlich aktuell. Aber wir konzentrieren uns jetzt tatsächlich auch schon auf Weiterentwicklungen in Richtung Qualitätssicherung. Dubletten ist bei uns ein großes Thema, weil wir zum Teil aus unterschiedlichen Datenquellen eben ja, mehrere Datensätze zu gleichen Objekten kriegen. Wie kann man das auch ja, verknüpfen miteinander? Und Kategorienbaum, Klassifizierung ist bei uns so ein Thema. Wie kann man das vereinheitlichen, was eben auch an Daten von den Datenlieferanten kommt? Dann großer Block. Open Data, worum geht es da? Was wir machen ist, wir pflegen keine Daten redaktionell. Also wir versuchen wirklich nur bestehende Datenbanken anzubinden, bestehende Datentöpfe anzubinden, bestehende Portale und haben da im Endeffekt, sage ich mal, drei große Stränge, auf die ich im Einzelnen auch nochmal eingehen werde. Das sind die touristischen Datenbanken, also die regionalen Datenbanken. Da gibt es im Endeffekt die Regionalverbände, die Destinationen, eben die touristischen Akteure bis im Zweifel runter zu den Touristinfos in den Gemeinden, in den Städten vor Ort. Und dann gibt es eben die thematischen Datenbanken. Das haben wir ja mit Ministerien, Behörden und Verbänden im Gespräch, werde ich auch noch Beispiele bringen. Und eben zuletzt dann Sensorik- und Echtzeitdaten. Rechts sagt man mal so ein ja, Datenmodell, also wie gesagt, es ist orientiert an Schema.org entsprechend, auch natürlich wird intern auch ein Graph aufgebaut, es wird versucht, da die einzelnen Objekte entsprechend miteinander zu verknüpfen. Gehen wir mal auf den ersten Punkt ein, die Anbindung der touristischen Datenbanken. Man sieht jetzt hier rechts eine schöne Karte von Bayern, das sind die offiziellen bayerischen Tourismusdestinationen. Man sieht schon, das Ganze ist ja, sehr inhomogen. Man sagt jetzt zum Beispiel im oberbayerischen Raum, dass jetzt alles, was südlich von München ist, sich in der Regel Tourismusdestinationen im Landkreis deckt. Wir sehen im Osten und im Westen jetzt sehr großflächige touristische Gebiete, die zum Teil auch durch Landkreise hindurchschneiden. Wenn man sagt, beim Bayerischen Wald, also die Donau die Grenze, östlich der Donau, Bayerischer Wald, westlich der Donau, Bayerisches Golf- und Thermenland. Das heißt, man hat sehr unterschiedliche Akteure. Zum Teil hängen die ganzen touristischen Aufgaben bei den Landratsämtern, wenn es eben auf Landkreisebene ist, zum Teil bei den Regionalverbänden. Komplett ja, unterschiedlich organisiert, unterschiedlich strukturiert, entsprechend da komplett unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Infrastruktur. Im Endeffekt keine einheitliche Datenerfassung. Wie sind wir da jetzt rangegangen, das ganze Thema? Wir haben uns mal angeschaut, was sind denn da für ja, Produkte, Software, Tools im Einsatz, mit denen die Destinationen ihre Daten erheben. Es gibt, eine Handvoll, 5 bis 10 relativ große Dienstleister in dem Bereich. Da haben wir mal gestartet, sind in Gespräche mitgegangen, haben uns mal technisch abgestimmt. Was haben die für APIs, wie könnten wir die Daten überhaupt anbinden, können wir die nutzen, mit welchen Kosten ist das verbunden. Haben da glücklicherweise auch Unterstützung vom Ministerium gekriegt, mit einem Förderprogramm, um die Destinationen eben anzubinden. Und wir haben erstmal den Ansatz gefahren, wir gehen jetzt von oben nach unten über die Regionalverbände, Destinationen etc. und versuchen die anzubinden. Der zweite Strang sind die thematischen Datenbanken. Da geht es dann wirklich um Datentöpfe, die, wie der Name schon sagt, thematisch für ein Thema für Bayern eben alle Daten zu einem bestimmten Thema zur Verfügung stellen. Das sind aber in der Liste. Also wie gesagt, handelt sich in der Regel um Dachverbände, die auch zum größten Teil unsere Gesellschafter sind, also Gesellschafter der Bayern Tourismus Marketing, wie zum Beispiel eben der Brauerbund, der Winzerbund, Jugendherbergsverband etc.
die natürlich auf ihren Webseiten auch zum Beispiel einen Brauereifinder haben für alle bayerischen Brauereien. Selbiges für Campingplätze, Jugendherbergen und natürlich auch bei den ganzen Ministerien und Behörden liegen. Wir haben schon gehört, haben viele interessante Daten rum, die auch im Tourismus natürlich von Interesse sind und eine gewisse Relevanz haben. Und da sind wir in Gespräche eben, die eben auch alle anzubinden und zu nutzen. Und ja, der dritte große Strang sind dann die Echtzeitdaten bzw. Sensorikdaten. Und da ist natürlich auch das Ziel, die zukünftig, ja, und warum zukünftig automatisiert anzubinden. Begonnen hat das ganze Thema mit dem Ausflugsticker Bayern, den wir auch betreuen, der im Zuge von Corona gestartet ist, weil eben während Corona, gerade im oberbayerischen Raum, war da halt der Schmerz sehr groß. Nachdem man das Land nicht mehr verlassen durfte, sind halt alle am Wochenende in die Berge gefahren. Und man hat dann wirklich mit dem Tool gestartet, mit manueller Dateneingabe. Ja, also der Mitarbeiter eine Touristinfo, beim Fenster rausgeschaut, Parkplatz voll, ja, nein. Und hat das ins System eingegeben. Oder der Ranger, der sowieso am Tag seine Tour trat, hat halt dann vor Ort ja, die Auslastung manuell erfasst. Wir haben das dann versucht zu optimieren, dass die zum Beispiel ihre QR-Codes gekriegt haben, die sie dann nur noch ampelmäßig scannen haben müssen, um da die Einstiegshürde zu reduzieren. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass das Problem war, dass das grundsätzlich sinnvolle Produkt einfach gestartet ist, ohne eine entsprechende Datengrundlage zu haben, einfach ohne ja, eigentlich die Basis zu haben, die notwendig ist. Es gab dann ein Förderprogramm vom Freistaat, das FIT-Förderprogramm für den Tourismus, um eben auch die sag ich mal, Einbrüche durch Corona abzufedern. Da gab es unterschiedlichste Bereiche für Gastronomie, was weiß ich nicht alles, aber ein kleiner Teil dieses Förderprogramms ist eben auch zur Verfügung gestellt worden, um Sensorik aufzubauen, eben um Parkplatzauslastungssensorik konkret aufzubauen an touristisch relevanten Parkplätzen und Orten. Und da haben wir jetzt schon mal einen riesen Vorteil gehabt und da hat sich auch die enge Zusammenarbeit dann mit dem Ministerium ausgezahlt, weil wirklich hier im Förderbescheid explizit drin stand, Open Data als Förderbedingung. Das heißt, wer Parkplatzsensorik aufbaut, muss die Daten zur Verfügung stellen als Open Data. Und das ist, glaube ich, genereller Hebel, den man aus meiner Sicht noch viel besser nutzen sollte, eben um das Thema Public Money, Public Code und eben auch Public Money, Public Data zu forcieren, einfach insbesondere wenn es um Fördermittel gibt, also einen Absatz einfach reinzubringen und zu sagen, wenn da Daten entstehen, die nicht aus Datenschutz oder sonstigen Sicherheitsgründen veröffentlicht werden können, dann müssen die ja zur Verfügung gestellt werden, im Endeffekt. Und genau, die binden wir jetzt eben mittlerweile an, größtenteils über Push, also dass die wirklich die Sensorik Echtzeit in unser System pushen, zum Teil aber Pull. Aber es funktioniert eben automatisiert mittlerweile. Größenordnung, wir binden da jetzt, wir sind jetzt 10, haben jetzt tatsächlich schon live im System, 10, 15 Parkplätze im Rahmen des Förderprogramms. Das sind um die 200 Parkplätze, die aktuell digitalisiert werden. Und wichtiges Thema ist da eben auch mal eine gewisse Datenbasis an historischen Daten aufzubauen, weil historische Daten eben dann auch die Basis sind, wenn man Modelle entwickeln will für, sage ich mal, Prognosen, für Auslastungsprognosen im Endeffekt. Das heißt, ein paar Zahlen, Stand Februar, wo stehen wir aktuell? Wir haben jetzt eben 8 von den besagten Destinationssoftwareanbietern angeschlossen. Das sind so die größten, die am Markt vertreten sind und also den ja, größten Teil des bayerischen Tourismus abdecken. Und wir haben eben 5 thematische Anbieter angeschlossen. Wir finden der Bayern Atlas auch unter anderem Landesstelle für nichtstaatliche Museen, das Museumsportal von denen, das heißt die ganzen Informationen zu den Museen, die da auch zentral gepflegt werden und eben Sensorik um die 200 Parkplätze. Also ist sie gut, oder? Läuft. Ja, Realitätscheck war dann doch leider ein bisschen anderer. Die leicht naiven Annahmen Anfang letzten Jahres war,
Vor Ort muss ja wohl die rechte Situation klar sein, was Fotos und Texte betrifft. Wir müssen da nur die Leute kurz hören und dann funktioniert das schon mit Open Data. Man kann die Prozesse anpassen etc. und dann laufen die Daten zu uns. Die Realität hat sich jetzt im Laufe des letzten Jahres gezeigt, ist leider ein bisschen andere. Erster Punkt ist, die rechte Situation war überhaupt nicht klar vor Ort. Ne? Zum Teil sind Daten ausgetauscht worden, ohne überhaupt zu wissen, wer besitzt die Rechte an den Bildern, wo kommen die Bilder her, wo kommen die Texte her. Wer hat die irgendwann in mein System gepflegt? Habe ich überhaupt, falls Agentur oder Fotograf meine Texte erstellt, habe ich mit dem überhaupt einen Vertrag, der regelt, wie in welcher Form ich dieses Material nutzen darf oder eben auch nicht. Viel ist halt in der Vergangenheit ja, nach Goodwill passiert, so ja, wird mich schon keiner verklagen, so ungefähr, das passt schon. Und ja, ich habe das mit meinem Spätzle, das passt schon, ne? Aber es hat keine Grundlage, um die Daten dann wirklich, sage ich mal, in so einem ja, überregionalen Portal auf der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, weil sobald da ein Fotograf irgendwie was findet und dann im Zweifel eine Klage anstrebt, dann ist es halt bitter, ja. Und das ist halt was, wo auch wir uns als Beitier immer im Endeffekt absichern müssen, weil die uns die Daten liefern, müssen uns halt auch garantieren, dass, wenn da CC BY steht, das auch CC BY ist und nicht einfach irgendein ja, Mitarbeiter den Haken gesetzt hat. Ja, die Fragmentierung, sowohl was Infrastruktur und Prozesse angeht, also wir haben vorher die Karten gesehen von Bayern, also es ist wirklich so, dass jede Destination da ihr komplett eigenes Ding hat, der Fokus natürlich auch komplett unterschiedlich ist, manche pflegen top ihre Wanderwege und Touren in einem bestimmten System. Bei anderen hat es wieder gar keinen Fokus, die haben dafür eine total tolle Veranstaltungsdatenbank. Also es ist wirklich ja, inhomogen und bei jedem anders organisiert schon mal, was das betrifft und dann eben auch komplett unterschiedlich, was zum Teil die Datenstrukturen betrifft, was die Kategorienbäume betrifft, den wir vorher gesehen haben. Also schönes Beispiel immer bei uns. Klar, im oberbayerischen Raum sind die Berghütten relevant, in Franken sind dann vielleicht eher die Weinbergschenken interessant, die in die Alpen wahrscheinlich keinen interessieren im Endeffekt. Und da ist halt der lokale Fokus ja immer sehr unterschiedlich. Und selbst innerhalb der Destinationen hat es halt mit diesen zum Teil vorhandenen Datenaustauschen nicht funktioniert. Oder gibt es keine recht sichere Grundlage für das Ganze? Und ein zweiter wichtiger Punkt waren einfach die nach wie vor vorhandenen Ängste und Vorbehalte. Ja, das sind ja meine Daten. Ich habe da jetzt jahrelang hier hingepflegt an meine Daten und die sind auf meiner Website. Und jetzt bin ich im Google Ranking endlich mal auf Platz 2 und ich möchte bitte den Traffic auf meiner Webseite. Und dass der User, der Gast heutzutage eigentlich kanalunabhängig seine Informationen will und zwar in der App, in der er sich gerade bewegt oder sonstiges, im Endeffekt ganzheitlich Zugriff will auf die Daten und sie nicht durch, wie ich es vorher gesagt habe, für eine Planung von einem Tagesausflug durch 15 Webseiten lesen will, bis er die Informationen hat, die er braucht. Das kommt jetzt langsam in die Köpfe rein, aber es ist halt ein langwieriger Prozess. Hat jetzt auch dazu geführt, dass wir uns natürlich zu einem gewissen Strategiewechsel entschieden haben und jetzt wirklich nur, was wir vorher schon gemacht haben, aber jetzt noch wesentlich, wesentlich, wesentlich verstärkt machen, eben auch direkte Kommunikation, Unterstützung, Material etc. Und was machen wir da in die Richtung? Zunächst begleiten wir mal, soweit es unsere Kapazitäten zulassen. Also wir gehen ja zu den Destinationen vor Ort, unterstützen die erst einmal Status-Quo-Analyse, was habe ich aktuell für Prozesse, wie funktioniert meine Datenerfassung, wie muss ich auch vielleicht meine Mitarbeiter schulen, damit die verstehen, was hat das jetzt für einen Einfluss, wenn ich bei einem Datensatz zum Beispiel eine CC-Lizenz hinterlege etc. Wirklich auch dieses Bewusstsein zu schaffen im Endeffekt. Wir machen viel Richtung rechtliche Unterstützung, in die Richtung, dass wir eben da auch nochmal aufklären, Sachverhalte bewerten, die es natürlich in vielen Destinationen auch übergreifend gibt, damit nicht jeder
selber im Zweifel einen Anwalt beauftragen muss. Wir stellen Musterverträge zur Verfügung, zum Beispiel Musterverträge für Fotografen, wenn ihr einen Fotografen beauftragt, um offene Daten einzukaufen, Model-Release-Verträge, alles was im Thema Urheberrecht, sage ich mal, relevant ist bei uns. Schulungen natürlich entsprechend. Wir haben jetzt auch angefangen, selektive Datenimports zu machen, wenn zum Beispiel eine Destination sagt, meine Texte sind fein, urheberrechtlich unsicher bin ich immer nur bei den Fotos, dann fangen wir erst einmal an mit den Daten und machen dann vielleicht die Fotos nachgelagert, den nächsten Schritt, unterstützen dann auch, wie kann ich meinen bestehenden Pool an Bildern, an Texten auch, sage ich mal, mit einer langfristigen Strategie dann in Open Data überführen. Und wir schließen auch Datenlizenzverträge, um im ersten Schritt schon mal Anbindungen zu machen, die Daten zu uns zu bringen, auch wenn sie vielleicht jetzt zum Start noch nicht Open Data sind, aber damit zumindest schon mal ja, die Zusammenführung der Daten funktioniert, um die dann natürlich perspektivisch auch alle in Open Data zu überführen. Ganz wichtig ist auch immer wieder die Vernetzung. Die beiden Kollegen von Byte, mit denen waren wir zum Beispiel auch schon im Gespräch, wir stimmen uns dann natürlich auch ab, was für Daten können wir dann auch für das Open Data Portal Bayern zur Verfügung stellen oder andersrum, wie kann man da einen Austausch geben, wie kann man auch Synergien schaffen an der Stelle. Und wir haben jetzt vor kurzem einen großen Workshop abgehalten, Bayern Tourismus Goes Open Data, wo wir wirklich nochmal alle Entscheider in dem Bereich, also wirklich auch Geschäftsführungsebene von den Destinationen, von den Dachverbänden etc. aus dem Ministerium eingeladen haben, um denen das Thema nahe zu bringen, um auch die Ängste zu nehmen, um auch gemeinsame Mission zu entwickeln, um auch zu sagen, wir haben jetzt was, darauf wollen wir hinarbeiten und das ist unser Ziel und unsere Strategie die nächsten Jahre, sage ich mal, in Bayern, diese Daten auch offen zur Verfügung zu stellen, eben auch Nutzungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Also da waren vom ADAC zum Beispiel zwei Mitarbeiter vor Ort, die ADAC Trips App vorgestellt haben, die auch erklärt haben, wie wichtig das für sie auch Open Data ist, um die Daten zu nutzen im Endeffekt, um einen Mehrwert dann für die Nutzer zu kriegen. Das ist eigentlich nicht entscheidend ist, was ist der Kanal, sondern dass das in jedem Kanal im Endeffekt zur Verfügung zu stellen. Und ja, sozusagen hinzuführen zu diesem Change in Mindset, um einfach wirklich den Mehrwert zu erkennen und das auch zukünftig nachhaltig umzusetzen. Ja, das war es auch schon. Kurzer Einblick, was wir so machen. Gibt's. Den Förderhebel anzusetzen, finde ich natürlich total spannend. Die Frage ist, wie wurde das ausgearbeitet? Gibt es da wettbewerbsrechtliche Fragestellungen? Irgendwie entsteht da Beihilfeeffekte oder sowas? Das ist das eine, weil eigentlich könnte es noch viel mehr so stattfinden, gerade im Kulturbereich. In meinen Augen, in der Kultur wird extrem viel digitalisiert, im Moment ganz wenig irgendwie mit dem Thema, dass zum Beispiel gemeinfreie Werke als auch Open Data oder als Open Cloud Data bereitgestellt werden. Genau, das ist eigentlich so, finde ich, ein wichtiges Thema, was auch skalierbar ist, wo andere von lernen können. Also Förderrechtler bin ich jetzt keiner, von dem her kann ich die Implikationen jetzt nicht so beurteilen, aber es scheint problemlos möglich zu sein. Wir haben jetzt eben das Glück, dass wir einen sehr engen Draht zu den Tourismusreferate im Wirtschaftsministerium haben, also Abteilung 7, beziehungsweise gibt es zwei Tourismusreferate und die stimmen sich jetzt mittlerweile sehr eng mit uns ab. Ist auch wirklich so, dass man, wenn sowas geplant ist, Förderung oder ähnliches, dass die uns in der Regel vorher fragen, was unsere Einschätzung zu dem Thema ist, ob wir noch Input haben, also gerade wenn es Richtung Open Data geht, ist natürlich, wie gesagt, wir sind in einer guten Situation, dass die da auch ein sehr offenes Ohr haben und auf unsere Anforderungen da auch grundsätzlich positiv reagieren. Das ist halt in anderen Bereichen unter Umständen nicht der Fall, da muss man mal schauen. Ja. Wie ist da so die Stimmung in der Kulturlandschaft, bei den Kulturinstitutionen?
greifen Sie da schon auf Daten zu aus dem Kulturbereich? Also wenn man, wie gesagt, über bereits aggregierte Daten, also zum Beispiel Kulturtraditionen mit den Landesstellen für nicht-staatliche Museen, könnte man sich vorstellen, geht so, weil die ja Veranstaltungen zum Beispiel uns liefern, also was sind dort für Ausstellungen oder sonstiges in den Museen. Für den Tourismus kann es ja auch interessant sein, eben Werke aus den Museen für sich nutzen zu können, wenn sie schon dort digitalisiert sind. Das war ja bis vor 2 Jahren ein bisschen problematisch. Es gab diesen Rechtsstreit zwischen Wikimedia und der Reichsmuseum in Mannheim, weil eben bei der Reproduktion nochmal eine neue Schöpfungshöhe fingiert wurde, die dazu geführt hat, dass eben die Dinge nicht der Gemeinfreiheit wieder entzogen worden sind. Und das ist natürlich für den Tourismus total entscheidend, dass eben da jetzt eine neue Rechtslage ist, dass es eben im zweidimensionalen Bereich wiederverwendet werden kann, die digitalisierte Zahlen, und zwar eben halt vor allem halt für die touristischen Institutionen. Aber das geht jetzt im Detail, können wir nochmal so drüber reden. Ja, ich gucke mal einmal drauf. Also für Theater und sowas, ich weiß nicht auch im Open Data Projekt, dass die alles nicht mal zusammentun und alles unter Schema.org auch publizieren möchten in einer, als Open Data, soweit ich das verstanden habe. Noch eine Frage an dich. Es gibt ja auch auf Germany, Open Data Destination Germany oder sowas. Seid ihr da angebunden? Kannst du zwei Sachen machen? Gerne, ja, genau. Es gibt ein ähnliches deutschlandweites Projekt von der DZT, von der Deutschen Zentrale für Tourismus, den Knowledge Graph in Germany, eben ein großes Open Data Projekt. An denen kaskadieren wir die Daten sozusagen hoch, so ähnlich wie man es vorher gesehen hat, mit München, Bayern, Deutschland liefern wir die Bayern-spezifischen Daten eben an den Knowledge Graph. Genau. Weißt du, wann das live geht? Weil eigentlich ist es Januar, aber irgendwie steht es da immer noch drauf. Oder habt ihr es wie ihr, dass die Daten noch nicht in der Qualität sind, wenn man sie zeigen möchte? Teils, also beides, ja. Man muss jetzt natürlich auch sehen, dass da 16 verschiedene Schnittstellen jetzt entstehen und aus 16 verschiedenen Ländern die Daten zusammengeführt werden. Aktueller Start geplant ist, glaube ich, so Richtung April, Mai tatsächlich. Mein letzter Stand ist, dass mit dem Update letzte Woche jetzt die Anwendung von Seiten Bayern funktioniert. Also unsere Daten fließen dorthin, genau. Markus, ihr macht einen super wichtigen und tollen Job. Erst einmal Respekt dafür. Gratulation. Meine Frage, weil ja dieses Themenspektrum so breit ist. Ihr habt da so viele Player. Macht ihr da auch erstmal Quick Wins? Macht ihr Schwerpunkte? Arbeitet ihr für einzelne Hotels, einzelne Bergbahnen, einzelne Tourismusverbände? Arbeitet ihr für Verbraucher, für professionelle Reisevermittler, für Endverbraucher? Wie setzt ihr eure Schwerpunkte da, um euch da nicht zu verzetteln? Also grundsätzlich würde ich mal sagen, wir arbeiten agil. Also wir situationsbezogen sind wir natürlich grundsätzlich Pragmatiker oder versuchen pragmatisch Daten anzubinden. Mal als Beispiel, das heißt, wenn eine Destination irgendwelche Daten hat, ich meine, der liebste Fall ist uns natürlich, wir haben eine API, die können wir anbinden und können wir über die API kommunizieren. Ja. Wenn jetzt eine Destination sagt, wir haben unsere öffentlichen Toiletten, aber nur als Excel-File, dann nehmen wir im Zweifel erstmal das Excel-File. Ne? Also, und das sagen dann natürlich so diese 5-Sterne-Kategorien von Open Data, die wir vorher mal kurz in der Session gehabt haben im Endeffekt. Im Idealfall ist es Linked Open Data, ja, aber da sind wir pragmatisch und wir konzentrieren uns tatsächlich auf das, was ich präsentiert habe, eben jetzt aktuell auf die touristischen Destinationen, Verbände, also Tourismusorganisationen und eben Dachverbände. Und eben die Sensorik, die jetzt aktuell aufgebaut wird, das ist jetzt aktuell der Fokus. Wir haben grundsätzlich Überlegungen, wie kann vielleicht perspektivisch ein Leistungsträger, also ein Hotel oder ein Veranstaltungsanbieter, seine Daten zu uns bringen. Wie kann er die auf seiner Website auch schon direkt als
JSON-LD-Schema.org formatierte Daten zur Verfügung stellen. Er hinterlegt seine Website und wir hören uns die eben live von seiner Webseite direkt. Also wir haben schon Überlegungen in die Richtung, aber das ist eher was für die strategische Weiterentwicklung, sage ich jetzt einmal. Jetzt im ersten Schritt machen wir da noch nichts aktiv im Endeffekt. Okay, wie sieht, sage ich mal, der Datenfluss mit den verschiedenen Datenquellen aus, die aber jetzt, sage ich mal, den gleichen Datensatz beinhalten? Also, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel Toiletten. Du hattest gemeint, da gibt es zum Beispiel von irgendwie Tourismusverbänden oder so, gibt es Toilettenkarten, da gibt es OpenStreetMap, wo auch Toilettendaten drin sind. Einerseits, wie wird das zusammengeführt und andererseits, wo ist, sag ich mal, die Source of Truth? Also wird denn zum Beispiel, werden die Touristendaten zum Beispiel auch von euch auf OpenStreetMap hochgeladen und dann einfach nur von einer aggregierten Datenbank geholt, oder wie funktioniert das? Also aktuell haben wir im Endeffekt, sagen wir mal, kann es Überschneidungen geben durch das, dass wir lokal anbinden und dass wir thematisch anbinden. Ja, jetzt kann es sein, dass ein Museum von der Stadt oder Destination vor Ort geliefert wird und ein Museum wird als Datensatz von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen geliefert. Wir haben im System Duplettenerkennung integriert, die halt anhand von Attributen, Name, Geolocation, sonstiges eben versucht, die Dupletten zu finden. Das funktioniert auch einigermaßen gut, da würde ich mal sagen, wenn die Daten gut gepflegt sind. Und unser aktueller Ansatz ist der Source of Truth, dass wir sagen, wir nehmen die Daten, entweder den aktuellsten Datensatz, weil wir davon ausgehen, dass der als letzter gepflegt wurde und dementsprechend aktueller ist, oder wir sagen halt, dass wir regional und thematisch einfach definieren dann, das wird natürlich auch ein Prozess sein, wo wir schauen, was funktioniert ist. Was man sich da ausgedacht hat, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir nehmen jetzt Museen immer pauschal von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, weil das Ziel ist vielleicht dann auch irgendwann, dass die Daten wieder zurückfließen an die Destination oder andersrum, dass man eben auch dieses Thema Mehrfachpflege, also oder es ist zum Teil vor Ort so, dass Öffnungszeiten, wenn sie ändern, vom Mitarbeiter in der Touristinfo zum Beispiel in 3-4 verschiedene Systeme gepflegt werden, weil es muss auf der Website im CMS aktualisiert werden, weil das CMS ist natürlich nicht mit der Datenbank verbunden, es muss in die Datenbank, weil mit der irgendwelche Videosäulen bespielt werden, es muss noch auf die Website von der Stadt und von der vom Landkreis und dann, wenn sie das überhaupt machen, dann ist es eh schon positiv. Also das ist auch so ein Ziel, dass wir da in die Richtung schauen. Aktuell hängen wir es meistens an der Aktualität vom Datensatz auf, würden wir aber auch Prozesse zukünftig vielleicht definieren, wer dann wirklich der initiale Datengeber ist für einen bestimmten Ansatz. Und dann auch entsprechend in der Hand Verantwortung. Es braucht einfach jede öffentliche Toilette, braucht eine eindeutige ID. Das ist auch ein großes Thema mit den IDs eben tatsächlich bei uns. Darum habe ich vorher so interessiert nachgefragt in deinem Workshop. Und um die Frage mit OpenStreetMap zu beantworten, haben wir uns auch schon angeschaut. Ist grundsätzlich der Wunsch, die Daten da hinzubringen. OpenStreetMap, vielleicht ist da jemand im Raum gerne auf mich zukommen, der da in der Community sich auskennt. Was ich so mitgekriegt habe, ist OpenStreetMap nicht so offen für automatisierte Dateneinspielungen, also dass ein Bot oder irgendjemand wirklich Daten ins System bringt. Da haben wir uns jetzt aber auch nicht näher damit beschäftigt, wenn man das vielleicht lösen könnte. Ich noch kurz zurück, also immer mit der Community reden, nicht einfach so importieren. Es ist auch ein Ressourcenthema, dass wir uns noch nicht tiefergehend damit beschäftigt haben, aktuell genau, aber... Gut, nee, das ist genau der Sinn und Zweck von so einer Veranstaltung, mal die Leute zusammenzubringen, ja, und mal in die Kommunikation zu kommen. Ob man sich dann irgendwie mal auf einen standardisierten Toilettenregister-Eintrag einigt, das will ich jetzt nicht. Wir können es ja ins Registermodernisierungsgesetz reinbringen. Da ist vielleicht genügend Kohle und wir haben dann auch 10 Jahre Zeit, bis wir das normieren können. Genau. Okay, gut. Also, Markus, vielen Dank nochmal.